In diesem Video habe ich weitere Tipps und Tricks für Seniorengolfer, wie sie ihren persönlichen Schwung finden können. Also bleibt dran, wir starten jetzt. Ich habe vor kurzem hier auf YouTube ein Video veröffentlicht mit dem Namen Der einfache Golfschwung für Senioren. Dieses Video kam sehr, sehr gut an bei euch und ich dachte mir, ich mache jetzt einfach ein Fortsetzungsvideo mit weiteren Tipps und Tricks, wie ihr euren Golfschwung an eure körperlichen Fähigkeiten anpassen könnt. Ich habe übrigens auch beschlossen, in Zukunft mehr Videos für die Altersgruppe Senioren zu machen und würde mich daher natürlich darüber freuen, wenn du auch meinen Kanal abonnierst und die Notifikationsglocke daneben drückst, damit du in Zukunft, wenn ich wieder was Neues rausbringe, dieses Video eben nicht mehr versäumst. Falls du das erste Video bereits gesehen hast, von dem ich vorhin gesprochen habe, hier oben ist übrigens noch einmal ein Link zu diesem Video, kannst du dich eventuell daran erinnern, dass ich sagte, dass es mir wichtiger ist bei Seniorengolfern, dass sie sich nach rechts, also weg vom Ball, mehr aufdrehen als beim Durchschwung drehen. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, lieber mehr nach rechts als nach links. Und ich habe da ein paar Setup-Adjustierungen gegeben. Und zwar, ich habe gesagt, man soll den rechten Fuß etwas nach hinten geben, dass man einen eher geschlossenen Stand hat. Ich habe auch gesagt, dass der rechte Fuß etwas aufgedreht werden kann, damit man leichter drehen kann. Was ich aber nicht gesagt habe, ist, man kann auch mit dem Kopf ein wenig tricksen. Und zwar, die meisten Golfer haben ja, wenn sie hier stehen, die Nasenspitze so richtig auf den Ball fixiert. Und wenn man wegschwingt, versuchen alle, den Ball komplett immer noch anzustarren. Und die Nasenspitze hier bewegt sich nicht. Man bekommt doch jedoch eine wesentlich größere Drehung, wenn man beginnt, auch die Nasenspitze nach rechts mitzudrehen. Das ist für viele ungewöhnlich, weil man bekommt den Ball ja fast aus den Augen, aber es reicht ja eigentlich vollkommen, dass die Augen hier bleiben, während meine Nasenspitze hier rüber zeigt. Das heißt, ich kann immer noch hier im Augenwinkel den Ball sehen und das wäre ausreichend, damit ich trotzdem noch die Ballhand-Augen-Koordination aufrechterhalten kann. Aber der Vorteil ist, dadurch, dass ich jetzt die Nasenspitze mitdrehe nach rechts, dass ich eben wesentlich mehr Drehung bekomme. Also bitte versuche das mal nicht zu machen, eben die Nase nicht hier zu lassen und steif zu drehen, sondern erlaubt die Nase nach rechts mitzudrehen. Das wird dir sehr helfen, dass du mehr Drehung bekommst. Trotz all diesen Adaptierungen, damit ich mehr drehen kann, könnte es theoretisch sogar passieren, dass man zu viel dreht. Ja, du hast richtig gehört, man kann wirklich auch überdrehen. Ich möchte wirklich in einem guten, effizienten Golfschwung meinen Oberkörper nicht wirklich mehr als 90 Grad drehen. Es bringt mir nichts, wenn ich jetzt 140 Grad Drehung habe. Das ist zu viel. Auch möchte ich die Hüften ja, vielleicht 45, 50, meinetwegen vielleicht 60 Grad gedreht haben. Aber ich will sie nicht komplett ausgedreht haben, weil sonst ist das einfach zu schwer zu koordinieren. Das heißt, wenn du merkst, dass diese Tipps, die ich dir gebe, schon bereits dir genug Bewegungsumfang geben, dann kannst du aufhören, diese weiteren Adaptierungen zu machen. Das heißt, wenn du zum Beispiel merkst, aha, mein rechter Fuß nach hinten ergibt schon genug Drehung, dann brauche ich nicht noch zusätzlich zum Beispiel den rechten Fuß noch auszudrehen. Oder wenn du siehst, es reicht, die Nasenspitze nach rechts zu drehen und ich bekomme genug Drehung, dann brauchst du nicht unbedingt vielleicht den rechten Fuß nach hinten geben. Ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Beobachte das ein bisschen. Vielleicht mache auch ein Video von dir und schau, ob es bereits reicht. Denn wenn du noch etwas zur Verfügung hast an Rotation, kannst du nämlich dann diese nach links mitnehmen in die andere Richtung. Und das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn das passieren würde. Ich bitte dich, dass du heute wirklich bis zum Schluss dran bleibst, weil am Schluss habe ich etwas noch zur Drehung zu sagen, was wirklich fast alle Seniorengolfer falsch machen. Also bitte bleib dran noch. Jetzt möchte ich dich noch auf einen großen Fehler, den viele Seniorengolfer machen, hinweisen. Und zwar, wenn sie versuchen, eine starke Drehung zu machen, beginnen sie häufig, den linken Arm exzessiv über die Brust zu kreuzen. Das heißt, wenn der Arm hier über die Brust gekreuzt ist, bekomme ich zwar das Gefühl, dass ich
eventuell mehr von der Innenseite komme. Aber oft ist es genau das Umgekehrte der Fall. Wenn ich hier bin, dann habe ich so viel Druck in diese Seite, dass der Arm endlich in diese Richtung möchte. Und ich bekomme oft dann diesen furchtbaren Over-the-Top-Move. Das nächste, was ist, ist, der Körper hat, oder der Golfer hat das Gefühl, wenn der linke Arm so stark über die Brust gekreuzt ist, dass er bereits vollständig gedreht ist. Ja, ich habe zum Beispiel jetzt das Gefühl, ich bin vollständig gedreht, aber du kannst sehen, meine Schulterebene ist noch hier. Das heißt, ich habe vielleicht nur 60 Grad gedreht. Das heißt, bitte vermeide es, dass du exzessiv den linken Arm über die Brust kreuzt. Was kannst du dagegen machen, damit das nicht so extrem wird? Da gebe ich dir eine Übung. Und zwar, du nimmst den Schläger in die Hand und du fängst ihn jetzt einfach mal an zu heben. Und wenn du hebst, bitte, möchte ich nicht, dass du das über den Körper jetzt machst, sondern wirklich nur die Arme heben sich ohne den Körper. Und jetzt möchte ich, dass du deine Adaptierungen machst, die wir ja schon besprochen haben, die du brauchst, um mehr Drehung zu kriegen. Und jetzt versuchst du bitte, während du diese Drehung machst, den Schläger zu heben. Also du machst diese Hebbewegung hier und hebst, während du drehst. Und jetzt kriegst du auch mehr Höhe. Und der Vorteil ist, wenn du mehr Höhe hast, bist du auch mit den Händen näher schon beim Ziel. Sprich, schwingst weiter auf. Und das gibt dir auch mehr Länge für den Rückschwung, dass du mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit kreieren kannst. Würdest du den Arm hier über die Brust drüber kreuzen, bekommst du nicht nur eine schlechte Position für die Schwungbahn, sondern auch wirst du sehr viel Geschwindigkeit verlieren. So, jetzt komme ich noch zu dem Fehler, den wirklich fast alle Seniorengolfer machen, wenn sie versuchen, mehr zu drehen. Und zwar beim Versuch zu drehen, denken sie mehr an eine Rotationsachse, die eher so flach ist. Ja? Also, als ob man einen Baseball schwingen würde. Das Problem im Golf ist, dass wir in einer Neigung sind, sprich der Ball ist unten und ich muss mich ja mit dem Oberkörper nach vorne neigen. Das heißt, eigentlich ist die ganze Bewegungsebene diese hier. Und jetzt machen halt viele den Fehler, dass wenn sie jetzt versuchen, vor lauter Drehen, dass sie jetzt aus dieser Ebene rauskommen und jetzt bin ich eigentlich zu aufrecht, habe die linke Schulter zu hoch, die rechte zu niedrig und gehöre eigentlich hier runter. Und das macht riesengroße Probleme für die Schwungbahn, Riesenprobleme für die Länge und für die Konstanz des Treffers. Das heißt, bitte, meistens reicht es für dich, wenn du schon diese Adaptierung gemacht hast, zum Beispiel rechter Fuß zurück, rechter Fuß aufgedreht, Kopf dreht mit oder was auch immer, ja, reicht es dann oft, wenn man sich dann nur denkt, linke Schulter geht hinunter, linke Schulter geht hinunter. Und dann habe ich hier eine super Ausgangsposition für den Abschwung. Ganz, ganz wichtig, um einen Ball konstant und sauber zu treffen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du es mit einem Daumen hoch bewertest und auch eventuell teilst. Hier unten kannst du noch zwei weitere Videos von mir anschauen, die auch ganz interessant sind. Und hier kannst du auch noch meinen Kanal gratis abonnieren. Also ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Tschüss.